Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt, wer hier denn drin ist. Wie soll ich das denn jetzt sichern hier? Ich kann doch da jetzt nicht einfach reingehen. Was anderes bleibt mir, glaube ich, nicht über. Begeben Sie sich nach unten, Watson. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, 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 okay. Ich mach ja schon. Dann. Ja, guten Tag. Ich bin der Watson. Ich guck mich mal ein bisschen um, ne? Großer, stabiler Pinsel. Ah ja, ja, den habe ich schon immer gesucht. Mehr wollte ich gar nicht. Tschüss. Ein Zahnrad. Aber natürlich, das brauchte ich auch. Die Achse verbindet das Rad mit dem Mahlstein, der sich im Obergeschoss befinden muss. Okay. Eines der Zahnräder für die Verbindung zwischen der Achse und dem Mahlstein im Obergeschoss fehlt. Ja, das haben wir ja zufällig. So, läuft wieder. Ich wollte euch das nur repariert haben. Ein Arzneischrank. Darf ich mal kurz gucken, was hier auf dem Tisch liegt? Die Times. Das ist eine Londoner Zeitung. Ja, das ist, die Herren wollen ja auch mal gepflegt was lesen, ne? Wodka. Es sind nur noch ein paar Tropfen übrig. Ich bediene mich mal, ne? Ist ja, danke für die Gastfreundschaft. Diese Truhe ist sehr schwer und mit einem Zahlenschloss gesichert. Ohne die Kombination bekomme ich sie unmöglich auf. Ja, wir haben ja einen Pinsel. Das bringt nichts. Diese Aufschrift hat sicher etwas mit der Zahlenkombination zu tun. Okay, mit dem Pinsel kann ich nichts machen. Ich muss mir Informationen beschaffen. Okay. Ja, dann reden wir mal mit denen. Dieser arme Mann ist stumm. Ach so, Entschuldigung, dann nehmen wir den anderen. Kdotam. Der arme Kerl hat sein Augenlicht verloren. Das ist ja nicht schlimm, der kann aber mit mir reden. Nichivo, ni panie mayo. Ah, Sie sind taub. Dieser Mann ist schwer verletzt und die Wunde ist entzündet. Hören Sie auf, mir etwas vorzumachen. Sie haben die Times gelesen. Sie verstehen mich, genau. Sie haben uns also gefunden. Was will er, Aleko? Sind Sie gekommen, um Ihre schäbige Arbeit zu Ende zu bringen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie wissen nicht einmal, warum Sie hier sind, nicht wahr? Nee. Sie sind nur ein Bauer. Ein gehorsamer Bauer auf einem Schachbrett, der tut, was man ihm sagt. Und Sie? Warum sind Sie hier? Um vor den Feinden der Freiheit zu fliehen. Meine Brüder und ich sind im Krieg. Gegen wen? Gegen Ordnung, Freiheitsberaubung, die Herrscherklasse und Ausbeuterei. Gegen die Peiniger, die für unser Leid verantwortlich sind. Gegen Sie und andere wie Sie. Ich will niemandem etwas Böses. Und warum richten Sie dann Ihre Waffe auf uns? Das weiß ich auch nicht. Verschwinden Sie. Ich kann nicht. Ja, das meine ich. Sie sind nichts weiter als ein Bauer.
Es gibt nichts mehr zu bereden. Bleiben Sie, wo Sie sind. Okay. Was, wenn Sie einen Angel auswählen? Wechseln Sie im Inventar. Was? Hä? Wenn Sie einen anderen Charakter auswählen möchten, wechseln Sie in das Inventar durch Drücken von... Ach so. Ach so. Ja, dann nehmen wir mal den Sherlock. Der ist jetzt oben. Okay. Lampenöl. Mhm. Ein dickes Seil aus Hanf von guter Qualität. Kann man immer gebrauchen. Die Lampen sind alle kaputt. Ach, so ein Mist. Aber wir hatten doch Lampenöl gefunden. Eine sonderbare Truhe. Die Verzierungen deuten darauf hin, dass sie aus dem Unterhaltungsgewerbe stammt. Mal sehen. Mhm. Okay. Das Kostüm eines Zauberers. Ja, dann durchsuchen wir es mal. Hier ist nix. Hier ist was. Das perfekte Werkzeug für einen Zaubertrick. Mhm. Nichts Interessantes. Zubehör für Zaubervorstellungen. Vielleicht findet sich dort irgendetwas Nützliches. Mhm. Hier haben wir was. Was hat Mr. Ferguson denn hierher geführt? Diese Wassermühle ist nicht unbedingt der geeignetste Ort für Zaubervorstellungen. Mein lieber Freund und Kollege, ich schreibe dir, um dich darüber in Kenntnis zu setzen, dass ich länger als erwartet wegbleiben werde. Mein Gastgeber, Mr. Trommery, mit dem du schon einmal das Vergnügen hattest, bot mir für mehrere Zauberveranstaltungen eine Gage, der ich einfach nicht widerstehen konnte. Dieser Mann ist wirklich ein Gentleman. Erinnerst du dich noch daran, wie hartnäckig er versucht hat, uns den Jahrmarkt abzukaufen? Trotz der Tatsache, dass du dich vehement geweigert hast, hegt er keinen Groll gegen uns. Dieser Mr. Trummery sagt, er sei italienischer Herkunft, was seine Leidenschaft für die Commedia dell'arte erklären würde. Er hat viel für den Zirkus und anspruchsvolle Veranstaltungen übrig. Ich werde wohl in Kürze eine Tournee quer durch das Land antreten. Deswegen musst du leider damit rechnen, dass ich erst in einigen Monaten wieder zurück sein werde. Aber ich schicke dir eine Postkarte aus Glasgow, der ersten Station unserer Auftrittsreihe. H. Ferguson. Ein Schlüsselbund. Für Entfesselungskünstler ein überaus nützlicher Gegenstand. Mhm. So, haben wir sonst noch irgendwas hier? Nichts Interessantes. Doch, ein Kartentrick ist doch interessant. Haben wir unten noch irgendwas? Nee. Wartet. Da ist noch was. Ein Glücksbringer? Mhm. Hier ist nichts mehr. Ist hier noch was? Der arme Vogel. Wer weiß, was mit seinem Besitzer passiert ist. Mhm. Okay. Eine stattliche Auswahl an Kleidungsstücken. Das meiste sind Uniformen. Aber ihrer Qualität nach zu urteilen, dürfte es sich um Tarnung handeln. Mhm. Ich wollte eigentlich noch mal in die Truhe reinschauen. Was haben wir denn sonst noch hier? Zubehör für eine Zaubervorstellung. Mhm. Okay, ist alles Zubehör, ne? Okay. So, was haben wir hier noch? Diese Säcke sind voll und die einzigen, die nicht von Mäusen heimgesucht wurden. Oder aber sie wurden erst vor kurzem aufgefüllt. Mhm. Diese Säcke...
Mehlsäcke. Verschimmelt und halb von Mäusen zerfressen. Ich kann Watson rufen, falls ich ihn brauche. Ah ja, ja, gut. Der Mahlstein scheint in einem guten Zustand zu sein. Okay, das haben wir auch schon unten repariert. Dunkle Flecken. Das muss Blut sein. Okay, Blut. Hier gehört eigentlich ein Zahnrad hin. Ah, okay. Also fehlt auch noch ein Zahnrad. Hier gehört eigentlich ein Zahnrad hin. Und da fehlt auch noch ein Zahnrad. Okay. Was ist das Ding da unten? Kann ich nicht nehmen. Diese Bretter knarzen, wenn man darüber geht. Interessant. Voll. Diese Säcke sind alt und halb leer. Nichts Interessantes. Okay. Diese Bretter sind zerbrochen und wurden eilig repariert. Kann ich die aufmachen oder so? Ich habe mein Messer kaputt gemacht. Na toll. Ich brauche... Nein, das ist nicht nötig. Jetzt hat er sein Messer kaputt gemacht. Hätten wir das nicht kaputt machen dürfen? Diese Wand sieht nicht besonders stabil aus. Sie besteht nicht aus Ziegelstein, sondern lediglich aus Gips. Diese Wand klingt hohl. Okay. Dieses Eisenteil ragt aus der Wand heraus. Diese Wand klingt hohl. Okay. Diese Wand klingt hohl. Sie klingt hohl. Okay. Ja, nun. Oh. Diese Säcke sind alt und halb leer. Okay, die sind alle halb leer. Oh, was ein da? Zahnrad. Perfekt, dann nimm das doch mit. Ein Zahnrad. Ah. Muss ich erst die... Stell dich doch mal davor. Erst ich die Säcke brauche wegtun. Etwas. Ich brauche etwas. Diese Säcke sind voll. Okay, ich brauche etwas. Ich kann Watson. Brauche ich Watson? Okay, wir gehen nochmal zu Watson runter. So. Ich frage mich, was Holmes gerade macht. Ja. Der untersucht oben alles und braucht Zahnräder. Und hier fehlt was. Ich muss mir Informationen beschaffen. Das bringt alles nichts. Ich sage nichts. Kann ich mal... Dieser arme Mann... Wir haben Ihnen nichts zu sagen. Okay. Hm.
doch noch mal draußen gucken. Ich frage mich, was Holmes gerade macht. Okay, offensichtlich kann ich mit Watson hier nichts machen. Sonst würde er ja rausgehen, vielleicht. Und ich habe nur diese beiden Dinge. Ach, wartet mal. Das. Ich habe doch den Wodka. Kann ich den Wodka nicht mit dem Pinsel? Diese Aufschrift. Ich muss mir Informationen beschaffen. Das bringt nichts. Das bringt alles nichts. Okay, ich steuere den Sherlock Holmes. Hier sind nur Verkleidungen. Da kann ich mit dem Watson reden. Hier fehlen Zahnräder. Dunkle Flecken. Da jemand war... Die haben wir schon angeguckt mit den dunklen Flecken. Hier fehlt ein Zahnrad. Hier fehlt ein Zahnrad. Die ist hohl. Lampen. Diese Säcke sind... Diese Säcke... Ich brauche etwas. Ich brauche... Was braucht er denn? Ich brauche... Ein Zahnrad. Was braucht er denn? Ich hätte ja jetzt gesagt, das Messer, aber das hat er ja kaputt gemacht. Hat er wenigstens die Klinge noch hier? Nein, das ist nicht nötig. Nein, das ist nicht nötig. Nein, das ist nicht... Ich kann Watson rufen, falls ich ihn brauche. Dann ruf ihn noch mal. Ich brauche ihn. Okay, ich kann mit ihm noch mal wieder runtergehen. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun, okay. Weil, wegen? Der Besen ist in einem guten Zustand. Schön, schön, das freut uns. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Okay. Was braucht er denn da?
dürfen wir hier rein? Lässt sich nicht öffnen. Ach, vielleicht mit den Schlüsseln? Ein Perfekt. Werkzeugschuppen. Dieses Schaufelende sieht sehr stabil aus. Ja, dann nimm Dieses das doch mit. Könnte sich als nützlich erweisen. Ja, bestimmt, bestimmt. Hier ist einiges Nützliches. Ich weiß nicht, warum er nichts davon haben will. Sonst ist hier nichts. Wieso nimmt er die Schaufel nicht mit? Im Notfall könnte man diesen Gegenstand als Waffe benutzen. Okay. Da kann ich doch jetzt bestimmt das Schaufelende mit reinmachen. Perfekt. Ich brauche etwas. Oh. Perfekt. Perfekt. Total. Alles perfekt. Okay, haben wir. So, dann mal wieder nach oben. Vielleicht können wir jetzt irgendwas machen. Zum Beispiel die Säcke aufmachen. Das Mehl liegt jetzt auf dem Boden. Und der Sack ist leer. Schlimm. Sehr gut. Oh Gott. Henry Ferguson, Beschreibung, 51 Jahre alt. Dunkelbraune Augen, schwarze Haare, graue Schläfen, etwa 1,80 groß und 80 Kilo schwer. Familienstand verwitwet, 11-jähriger Sohn. Beruf Unteroffizier der Königlichen Marine, seit 5 Jahren pensioniert. Derzeitige Tätigkeit Stadtbetreiber, Zauberkünstler. Ort und Datum Code W11 Sektor 5, Wassermühle. Ankunft geplant für den 5. März. Abreise steht noch nicht fest. Abhängig von Kooperationsbereitschaft. Offizieller Abtretungsvertrag dringend erforderlich. Aha. Ein Datenblatt. Interessant. Im Mehl. Das Mehl liegt jetzt auf dem Boden und der Sack ist leer. Sehr gut. Er hat zwei Sachen in den Säcken versteckt. Dieses Dokument garantiert Mr. Sicherheit und freies Geleit innerhalb der Stadtgrenzen dieses Landes. Das eben erwähnte Dokument ist im gesamten Stadtgebiet gültig und schließt auch militärisch gesichertes Territorium sowie als gefährlich eingestuftes Gebiet nicht aus. Die Regierung und ihre Mitarbeiter verpflichten sich hiermit, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln für die Sicherheit von Mr. zu sorgen. Freies Geleit im Falle einer Krisensituation, Ausweise für hochrangige Staatsdiener, aber wie es aussieht, alle ohne Namen. Ein Zahnrad. Okay. So, wir haben unser Zahnrad. Und das ist hier drauf. Hier gehört eigentlich ein Zahnrad hin. Ja. Perfekt. Okay. Fehlt zwar immer noch eins, aber immerhin haben wir schon mal eins. So, das dann nehmen wir nicht, ne? Okay. So, können wir auch den Boden jetzt hier aufmachen? Diese Bretter sind zerbrochen und wurden eilig. Diese Bretter. Natürlich ein Versteck mit einem ganzen Waffenarsenal. Halleluja.